Willkommen Leute mal wieder zu einem weiteren Video. Wir sind heute mal in Amsterdam. Ihr seht, im Hintergrund ist der Amsterdamer Bahnhof, mega nice. Und wir sind jetzt insgesamt 3,5 Tage hier in Amsterdam. Wird, denke ich, echt nice. Wieder eine neue Stadt. Domme ist dabei, Timon ist dabei. Ihr kennt es wie immer eigentlich, wenn wir Reisen machen. Und wir schauen jetzt mal, was wir heute hier so machen. Es sind, wie gesagt, auch einige Videos hier in Planung. Es wird auch noch eine Fotofolge aufgenommen. Dies, das, ihr wisst Bescheid. Wir wären jetzt doch schon im Hotel. Das liegt einfach daran, dass Timon und Domme hier ein bisschen Gepäck abstellen, damit wir dann nachher nicht so viel Gepäck durch die Stadt nehmen müssen. Ins Zimmer können wir noch nicht, weil das Zimmer ist erst ab 16 Uhr fertig. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt entschieden, als erstes zu einem Käsemuseum zu gehen, weil es dort irgendwie kostenlos Käse gibt, richtig. Genau, es gibt da irgendwie kostenlos Käse und den können wir halt essen und dann kann man halt seinen Hunger ein bisschen stillen, sag ich mal. Und das halt auf kostenlos. Sparfuchstipps mit Julian. Also hier gibt es echt schon ganz außergewöhnliche Käsesorten. Wir probieren echt fleißig durch. Wie findet ihr es bis jetzt so? Sehr interessant und sehr sättigend. Pinkelkäse. Sieht aus wie Erdbeereis. Erdbeerkäse. So, wir waren jetzt wie gesagt in diesem Käsemuseum und das war echt ganz interessant. Es gab da rund 20 bis 30 Käsesorten zu probieren. Ja, war auf jeden Fall lecker. Wir sind jetzt hier relativ entspannt in Amsterdam bei einem kleinen Café. Und den genießen wir jetzt erstmal, würde ich sagen. So, wir wären jetzt wieder aus dem Café draußen. War echt richtig nice gewesen, richtig entspannt. Jetzt fahren wir zu einem Spot, zu einer Location, die ich noch nicht weiß, die anscheinend Timon Ross gebucht hat. Aber da würden wir sie nicht verraten, weil das Ganze eine Überraschung sein soll. Genau, da fahren wir jetzt hin. Mittlerweile kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, wo wir genau hingehen. Und zwar zu diesem Parkhaus. Und ich kann mir auch so ganz grob schon vorstellen, was da zu sehen ist. Also, wenn das so ist, wie ich es denke, dann ist das komplett anderes Level. Das Ding ist, das Bild von unten ist kein Problem. Aber wenn da halt noch eine Person drauf sein soll, auf dem Parkhaus, außerhalb von dem Geländer, dann sollten wir uns halt beeilen. Leute, es hat sich jetzt schon gelohnt. Schaut es euch einfach an. Mega, mega heftig einfach. Wir haben übrigens nicht nur Symmetry-Shots gemacht, sondern auch ein paar porträtartige Bilder. Alle auch mit einem gewissen Preset bearbeitet. Wir werden jetzt hier ganz oben auf dem Parkdeck. Auf dieser Seite habt ihr jetzt einen richtig schönen Blick praktisch über ganz Amsterdam. Sieht auf jeden Fall nice aus. Wir haben jetzt gerade sehr, sehr lecker gegessen für irgendwie 8 Euro für eine Pizza, die echt groß war, echt lecker war. Ich bin mega zufrieden. So, mittlerweile, Leute, wären wir hier in dem Hotelzimmer. Es ist jetzt nicht das coolste Hotelzimmer, aber dafür finde ich eine relativ gute Preis-Leistung. Das Gebäude von außen sieht einmal ziemlich schick aus und auch so das Zimmer geht auf jeden Fall mega klar. Außerdem mega zentral, hier ist aber direkt der Bahnhof. 4 Stationen, dann ist man direkt mitten im Zentrum. Ja, damit soll es aber auch gewesen sein mit dem ersten Tag, sag ich mal, hier aus Amsterdam. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar coole Einblicke geben. Wenn das der Fall gewesen ist, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei einem weiteren Video wieder. Bis dahin, haut raus. Ciao.